Ein herzliches Willkommen und Hallöle zum Bundesliga-Rückblick Montag. Ich bin euer LT Rustikal und heute ist ein kurzes Thema wieder und das ist kurz und knapp. Das Trainerkarussell, das alles seht ihr nach dem Intro. Ja, schön, dass ihr dran geblieben seid, LT Rustikal hier. Und wie ich schon gesagt habe, heute ist das Thema das Trainerkarussell. In den letzten Wochen, Tagen habe ich mir echt überlegt, was könnte ich heute für einen Bundesliga-Rückblick machen, was kommt so in den News. Und dann kam mir eigentlich ganz recht, dass wieder mal ein Trainer entlassen worden ist. Und zwar Taifun Korkut, der wurde heute entlassen. Und da habe ich mir gedacht, okay, guckst du einfach mal, wieso das Trainerkarussell aktuell in der Bundesliga aussieht. Und siehe da, wir haben noch kein Saisonende und da sind schon einige wieder entlassen worden. In dieser Saison ist HSV, was Trainerentlassung geht, Spitzenklasse. Also ihr seid das erste Mal erster Platz. Herzlichen Glückwunsch dazu. Also bis jetzt hat keine Bundesligamannschaft so ein Verschleiß an Trainern gehabt wie der HSV in den letzten 7 Jahren, glaube ich. Oder würde ich jetzt einfach mal behaupten, gefühlt zumindest. Und da stelle ich mir die Frage, sind die Trainer alleine für das Scheitern schuld? Kann man die alleine die Schuld geben, wenn die Mannschaft wirklich ja unter dem Niveau spielt? Oder sollte man eher sagen, ja okay, die Mannschaft spielt und der Spieler XY spielt wirklich unter seinem Niveau, der sollte dementsprechend mal bestraft werden und was ich 2 Monate Gehaltssperre oder, dass der mal ein bisschen wieder klarkommt im Kopf von wegen, dass er wieder mal ein bisschen mehr bringt. Weiß ich nicht, was denkt ihr? Also ich persönlich glaube, die Spieler sind in der Gebenspflicht, mehr oder weniger, und wenn die nichts geben, haben sie nichts zu bekommen. Also es bedeutet, hart gesagt, wenn ein Stürmer keine Tore schießt, da weiß ich 10, 20 Spiele nicht, dann hat er auch für die 10, 20 Spiele kein Geld zu kassieren. Ich meine, ein Stürmer ist dafür da, um Tore zu machen oder vorzubereiten, eins von beiden. Also ich meine, das ist auch möglich, aber gar nichts zu tun, wie im Beispiel jetzt aktuell bei Borussia Dortmund, Immobile und Ramos, die mehr Bankwärmer sind als alles andere, weil sie die Leistung nicht bringen, ist halt schade. Ja, was glaubt ihr denn? Welcher Trainer der Bundesliga war für euch denn der größte Trainer aller Zeiten in der Bundesliga? Oder wer ist aktuell für euch der größte Trainer in der Bundesliga? Schreibt es mir in den Kommentaren. Und mich würde natürlich auch noch interessieren, ja, gibt es Sachen, die ein Trainer in der heutigen Fußballzeit mitbringen muss oder verändern sollte, damit der Fußball in die richtige Richtung geht? Oder sagt ihr, genau das, was die Trainer machen heutzutage, ist genau richtig? Oder sagt ihr, nee, da fehlt noch ein bisschen was, die müssen da ein bisschen mehr mitgeben mit der Zeit, sonst geht die Mannschaft unter? Würde mich mal interessieren. Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ja, dann habe ich für euch mal kurz, ich werde euch das mal ganz kurz hier vorlesen, mehr oder weniger, habt das hier mal auf. Und deswegen kam ich auf diesen HSV-Trip, denn wir gehen mal auf die Trainerentlassungen und da gehen wir mal auf den 15.09.2014. Da wurde Mirko Slomka vom HSV gekündigt und übernommen hat Joe Zinnbauer. Ja, da war Slomka auf den 18. Platz datiert, wo er gekündigt wurde. Zinnbauer hat dann mit den 16. sozusagen übernommen. 18. Dann musste Zinnbauer wieder gehen. 16. Platz hat abgegeben an Peter Knebel, der abgegeben hat, HSV, das ist so geil, 18. Platz an Bruno Labbadia. Und wohlgemerkt, Bruno Labbadia, jetzt hat er auch das Spiel gespielt und nicht gewonnen. Aber da gab es einen Titel in einer Zeitung, den Namen möchte ich jetzt nicht nennen, ist auf jeden Fall nicht unbedingt, naja, egal. Da stand dann ein Titel, auch ein Bruno Labbadia hat keinen Zauberstab. Nee, also ich glaube beim HSV braucht man mehr als aktuell einen Zauberstab, dass der HSV wieder anfängt, richtig zu spielen, weil da unten, das ist langsam zweitligareif. Also der Fußball-Dino wird, und da glaube ich fest dran, das erste Mal in der ganzen Bundesliga-Geschichte in die zweite Bundesliga absteigen. So hart es klingt, aber es ist verdient.
wer viermal den Trainer wechselt in einer Saison, viermal und das in kurzer Zeit. Wir reden hier vom 15.09.2014, wir reden hier vom 22.03.2015, von 15.04.2015. Also kein Monat danach kam dann direkt Bruno Labbadia. Ist schon heftig. Okay, dann gehen wir mal kurz weiter. Jens Keller musste abgeben Platz 11 an Di Matteo am 7.10.2014. Platz 5 hat dann Di Matteo aktuell verrichtet. Und dann Robin Dutt gibt ab Platz 18 war er zu dem Zeitpunkt 25.10.2014 an Viktor Skripnik und der ist im Moment mit den Bremern auf Platz 7. Die sind richtig gut unterwegs auf einmal. Dieser Trainerwechsel hat definitiv was bewirkt. Armin Fee, 18. Platz, musste den Trainer abge Platz abgeben am 24.11.2014 und musste dann Huub Stevens abgeben. Ja, das hat nicht viel geholfen. Eine Platzierung besser. Huub Stevens platziert sich auf Platz 17. Herzlichen Glückwunsch. Jos Lulu Kai, wie auch immer, Hertha BSC, 17. Platz am 5.2.2015, gibt ab an Pal Daradei. Und der ist aktuell auf dem 13. Platz. Hat auch schon ein bisschen was bewirkt. Liegt aber auch daran, dass die vorne mehr gewonnen haben und die hinteren, die im Abstiegskampf ja eh schon drin waren, sich nicht wirklich bewegt haben. Ja, dann gucken wir weiter. Kasper Hylam, keine Ahnung, wie der auch heißt. Ich kann den Namen gerade nicht aussprechen. War auf dem 14. Platz von Mainz, 17.02.2015. Und Martin Schmidt übernimmt auf Platz 11 aktuell gelistet. Ja, wie gesagt, die HSV habe ich euch vorgelesen. Ja, und heute kam dann Taifun Korkut auf Platz 15, wird definitiv den Club verlassen von Hannover nach der Schmach. Und ja, Nachfolger ist noch nicht bekannt, genauso wie Jürgen Klopp den Verein verlassen wird am 30.06.2015. Das hat er ja schon angekündigt. Und dafür kommt ja der Trainer Tuchel. Und da bin ich mal gespannt, ob der Tuchel, da möchte ich auch von euch wissen, glaubt ihr, dass der Tuchel eine Wende bei Dortmund bringen wird? Oder wird er an sich selber scheitern? Glaubt ihr, er wird richtig empfangen? Oder sagt ihr, die Dortmunder werden ihm schon gar keine Chance geben, die Fans? Würde mich auch interessieren. Schreibt das mal in den Kommentaren da rein. Ja, dann haben wir für euch ganz kurz die Ergebnisse, die werden jetzt eingeblendet. Die Ergebnisse sehen so aus: Frankfurt gegen Gladbach 0-0, Hertha BSC gegen Köln 0-0, Hoffenheim gegen Bayern 0-2, wobei man muss sagen, die Hoffenheimer echt stark haben sie gespielt. Borussia Dortmund gewinnt gegen Paderborn 3-0 und das eigentlich ohne große Probleme. Es gab dann eine strittige Szene, wo es hätte für Paderborn Elfmeter geben müssen, muss man auch ehrlich sein. Aber im Gegenzug hat Dortmund ein Tor geschossen, das wurde Dortmund aberkannt als Abseits, was aber definitiv um einen Meter kein Abseits war. Also gleicht sich das wieder ganz klar aus. Freiburg gegen Mainz 2-3. Leverkusen, wie schon gesagt, fertigt Hannover mit 4-0 ab. 2-1 gewinnt Augsburg überraschend gegen die Stuttgarter, die eigentlich recht gut unterwegs waren. Na, ein bisschen Glück war darunter. Bremen gewinnt Lucky mit 1-0. Und 1-1 Wolfsburg gegen Schalke. Die Schalker gewinnen wieder nicht und verlieren langsam ja, Boden zu der CL-Qualifikation, die sie eigentlich schon fast vergessen können, denn es sind jetzt aktuell 12 Punkte Abstand. Und das bedeutet, bei noch ja, 5 Spielen, na klar kann man 15 Punkte noch machen, aber sollte Gladbach jetzt gewinnen, sind sie durch der Tordifferenz einfach viel besser. Ich meine, ich glaube nicht daran, dass Schalke es schafft, noch 18 Tore zu schießen in 5 Spielen. Das bezweifle ich sehr stark. Deswegen muss sich die Schalker jetzt erstmal auf die EL-Qualifikation konzentrieren, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, dann haben wir den nächsten Spieltag. Oder? Ne, den haben wir nicht. Okay, den haben wir noch aktuell nicht, warum auch immer. Da haben wir den Spieltag. Sup, kleiner Fehler eingeschlichen. Ist aber auch nicht so schlimm. So. Wie immer zum Tippspiel, Leute.
Tipp mit und habt die Chance auf Tippkönig zu werden. Eine individuelle Überraschung erwartet euch dann am 30.06., dementsprechend am 31., 32., 6., je nachdem, kommt eine kleine individuelle Überraschung für den Gewinner, wer BVB-Fan ist, BVB und so weiter. Ich brauche es eigentlich nicht immer wieder erklären, wer meine Folgen zuvor gesehen hat, der weiß ganz genau Bescheid. Ja, Mainz gegen Schalke, ein 1-0 für Mainz. Hannover gegen Hoffenheim, 1-0 für Hoffenheim. Dortmund gegen Frankfurt, 2-0 für Dortmund. Stuttgart gegen Freiburg, 1-0 für Stuttgart. Köln gegen Leverkusen, 1-0 für Leverkusen. Hamburg gegen Augsburg, 1-0 für Augsburg. Bayern München gegen Hertha BSC Berlin, 3-0 für Bayern München. Paderborn gegen Werder Bremen in Paderborn. Bremen hat mit Luck 1-1 geschafft. Ich glaube aber 2-0 für Bremen in Paderborn ist drin. Gladbach gegen Wolfsburg. Das wird ein richtig, richtig geiles Spiel. 3-2 für Wolfsburg. Würde ich jetzt einfach mal tippen. Ja. Dann gehen wir mal weiter. Da haben wir ja noch die Tabelle für euch. Die Tabelle ist natürlich auch ganz wichtig. Hier ist sie ja. Bayern München ist eigentlich schon so gut wie Meister, da braucht man gar nichts mehr dran machen. Das sind 12 Punkte Vorsprung, ab bei 15 Punkten zu holen. Ein Sieg reicht den Bayern, dann sind sie vorzeitiger Meister. Ja, Leverkusen, Leverkusen ist auch ja nicht zu weit weg, aber 7 Punkte zu weit, finde ich, ist schon viel bei 5 Spielen noch zu Platz 2. Aber man muss aufpassen, Gladbach ist punktgleich mit den Leverkusen dann. Und dahinter wird es dann richtig spannend. Schalke 42, Augsburg 42, Werder 38, Hoffenheim 37, 36, Borussia Dortmund 36, Frankfurt. Da ist noch alles möglich, um auf den 6. Platz sogar noch zu kommen. Das sind, okay, für Dortmund sind es dann im Endeffekt auch noch 6 Punkte. Das ist natürlich auch verdammt viel, aber trotzdem möglich. Im Abstiegskampf wird es auch spannend, darunter Hamburg, Stuttgart, Paderborn. Paderborner müssen theoretisch gewinnen, müssen hoffen, dass Hannover verliert und das sogar zweimal verliert, weil, und da kommen wir zu dem springenden Punkt, selbst wenn sie mit Hannover am Ende punktgleich sind, hat Paderborn einfach zu wenig Tore geschossen und zu viele Tore kassiert. Wir reden hier von einer Tordifferenz von minus 31 Toren. Das ist Spitzenwert in der Liga aktuell. Keine Mannschaft hat so viele Tore kassiert aktuell wie Paderborn. Ja, beziehungsweise, was heißt kassiert, aber im Gegenzug nicht viele Tore gemacht. Dieses ein Tor mal gemacht, zwei Tore, das war's aber schon. Also aktuell ist Paderborn da, wo sie sind, glücklich. Könnte sogar doch ein direktes Abstiegsplatz werden. Und da sage ich auch, Hamburg, Stuttgart, die lauern. Die sind jeweils mit einem Punkt dahinter. Also Hamburg 2 Punkte zu Paderborn, 1 Punkt Stuttgart zu Paderborn. Zum rettenden Ufer. Und alle, die hinter Paderborn sind, haben eine bessere Tordifferenz als Paderborn. Eine kleine schlechtere zu Hannover. Aber es sind, wie gesagt, noch 6 Spiele und 5 Spiele, Entschuldigung, 5 Spiele. Und da geht auf jeden Fall noch was in den Abstiegskampf. Insbesondere, weil Paderborn direkt am letzten Spieltag auf den direkten Konkurrenten Stuttgart trifft. Und ich glaube nicht, dass die Stuttgarter da ein auf Larifari machen werden. Da wird es Rambazamba geben. Also, davon gehe ich aus. Ja, dann zeige ich euch mal ganz kurz noch das Tippspiel. Moment, da kommt das Tippspiel. Das Tippspiel ist aktuell. Und es haben einige wieder getippt und es kam auch ein neuer Tipper dazu. Das freut mich. Ich heiße Ron aus Fred oder Fred oder was auch immer. Willkommen. Und Jose Mourinho, The Special Bond, ist immer noch erster Platz mit 50 Punkten. Der hat gut zugelegt. Jan Hoppe hat aber auch gut zugelegt mit 45 Punkten. Julian auch 43 Punkte. Da ist es richtig eng. Hodysois. Ach, egal. Ist er einfach Deus. 25 Punkte auf Platz 4. Verrückter LP mit 15 Punkten. Don Johnson mit 10 Punkten. 9 Punkte. Danilinho, der hat ja die ganze Zeit 0 Punkte gehabt. Der hat jetzt auch Punkte gemacht. Kann immer noch in 5 Spielen kann er noch richtig Gas geben. Da ist noch was drin. Ron kann auch noch Gas geben. Da ist auch noch viel drin. Also zeigt, was ihr könnt. Ne? Ihr habt immer noch die Chance. Ihr seht gerade meine Endcard, während ich hier gerade mit euch quatsche. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt ein Like, kommentiert auf jeden Fall, diskutiert mit. Das wäre richtig genial von euch. Und ja, ich sage mal, eine schöne Woche. Wir sehen uns allerspätestens zum Bergfest-Vlog. Euer ET Rustikal ist raus. Tschüss.